Hey liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What the Hen. Wir sind kurz davor, das nächste Kapitel abzuschließen, fehlen nur noch wenige Matches. Aber erst einmal, wir gucken uns mal an, was wir an täglichen täglichen Aufgaben haben. Das habe ich schon gemacht, schau dir 5 Werbungen, habe 50 Gold bekommen, eine seltene Einheit gespendet. Ich habe einmal meine Feuersäule gespendet, die ich nicht, wo ich eh noch neue Karten gebraucht hatte. Und gewinne den 10 Kämpfe auf der Karte hintereinander, ist jetzt noch offen, 150 Gold dafür. Ne? Hier im Clan habe ich halt eine gespendet. Ich war mal so... Ja, wo ist er denn? Achso, der schreckt die Anfrage. Weil man immer nur eins bekommen kann. Ich war mal so nett, ja. Hat selbstverständlich dafür ein Fuzzy angefordert. Fuzzy? Lucy. Lucy. So, was haben wir denn hier schön? Ich könnte sie immer noch aufrüsten, ne? Deswegen wird er die ganze Zeit da... Wobei, 300 Gold habe ich, ne? Ich meine, ich habe das 1600 Gold. 250 Schaden mehr? Puh. Okay, ne, wir schauen mal, ob wir sie im Team lassen, ne? Ist ja auch erstmal die Frage. Ob wir sie mit drin lassen. Ansonsten halt ein bisschen, ne, hier so, alles kann man aufrüsten, bla bla bla. Was wir machen können, ist hier die Kiste aufmachen. Die andere dauert leider noch 4 Stunden, 15 Minuten. Deswegen machen wir die erst einmal auf. Also, ich sehe nur Müll, 3 Elektrobuds, naja, gut, wie gesagt, nur Müll. Die 2 Silberkisten nehmen wir noch mit. Ah, mal was Nützlicheres, ja. 2 Boomzies. Einen gelben Yancy und noch einen Elektrobot. Was wollen wir mit dem Elektrobot die ganze Zeit? Ist ja vielleicht auch nicht so kacke. 5 Ballbuds, okay. 2 Alcoholics, einen alltäglichen Joe und einen kleinen Budget Tony. Das heißt, wir müssen gleich erstmal im Dings weitermachen. In der Arena. Wir können uns hier unseren Tank ein bisschen verbessern auf 1100 Leben. Machen wir auch mal. Ich meine, wir kommen, wir rüsten sie auch mit auf. Scheiß drauf. Wir nehmen sie trotzdem mit. Und wenn nicht, naja gut, dann ist also Stoß gehen da zurück, okay. 1183 Angriff, ey, holy shit. Ups, wo bin ich denn jetzt drauf? Elektrobot, der hier, ne? Explodiert nach dem Tod. Und man hat nicht sehr viel Leben, sehr viel Schaden. Aber ich glaube, das ist nicht der Schaden, den er wirklich macht. Hier haben wir noch einen Rauchbot. Okay. Ne, ich finde unser Team erstmal ganz nice. Deswegen, wir machen erstmal eine Arena weiter. Wir wollen noch ein paar Goldkisten haben. Zuckernanny, Fernkämpfer. Steigt die Gegner um 2 Einheiten zurück. Nicht nur um eine, sondern 2. Was haben wir hier noch? Spinnenwache Fido. Okay, kennen wir ja schon. Das sollte ein relativ easy Kampf werden, aber eigentlich sind alle Kämpfe easy, wenn ich Rosie dabei habe. Sie ist super OP, ey. Holy shit, wirklich. Die ist echt abartig. Das ist so dumm, dieser Hero. Okay, noch kein Sniper. Wir werden warten, bis er den Sniper hat. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Sniper gecountert vom Gegner. Das heißt, wir können jetzt ohne Probleme alles wegsnipern. Na? Zieht der E-Mail noch ein bisschen Leben ab. Zack, Hälfte weg. Oh, das ist witzig, ey. Aber ich schieße anscheinend nicht über die gesamte Map, ne? Er muss ein Stück vorlaufen. Habe ich gesehen. Ein Stückchen muss er vorlaufen. Ah, leider nur Silberkiste, schade. Mehr Goldkisten ich haben will. Oh, ich hasse diesen Tank, ey. Wirklich, ich hasse ihn einfach nur. Piu! Einfach mal schön einen Headshot gegeben, ey. Verdammt nochmal. Ah, das ist eine coole, wirklich eine coole Kombination. Natürlich muss man erwarten, wenn der Gegner ebenfalls einen Scharfschützen hat. Habe ich gerade noch was mit? Ich habe irgendwas anderes gerade gesagt. Dass wenn er halt ebenfalls einen Scharfschützen hat, dass man halt seinen Scharfschützen später setzt als der Gegner Scharfschütze. Weil sonst ist der eigene Scharfschütze, das hast du 8 Energie verschwendet. Das ist auch doof. Habe ich auch keine Lust drauf.
So, warum zum Geier kriege ich jetzt immer Werbung? Das finde ich super nervig. Wobei man natürlich einige gute Spiele hier dadurch erkennt, oder? Ne? Da gibt schon einige gute Spiele, die beworben werden. Aber trotzdem, 30 Sekunden lang Zwangwerbung finde ich halt super nervig. Naja, kann man erstmal nichts ändern, ne? Ach, die Scheiße. Hat der, ich habe jetzt nicht gesehen, ich glaube, der hat keinen Sniper dabei, ne? Der hat keinen Sniper im Team, der Gegner. Ja, verdammte Kacke, seine scheiß Flammensäule. Okay, das ist nicht gut. Ah, verdammte Kacke. Warum hat er mich jetzt killen können? Das fand ich nicht, finde ich nicht so in Ordnung. Das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Jedes Mal ist dieser hässliche Typ da, der da vorkommt. Und die haben halt glücklicherweise keine Zeitbegrenzung, ne? Ist das Gute daran. Hier können wir wirklich ohne Probleme spielen. Piu! Ja, das war nicht so einfach. Gebe ich zu. War ein bisschen härter. Verdammte Grütze, na gut. Was haben wir hier schon? Wir müssen irgendwas für die Clan-Truhe machen. Ihr habt vorhin gesehen, da hat sich hier raufhin das Clan-Truhe 55. Ich habe keine Ahnung, was das mit der Clan-Truhe auf sich hat. Bestimmt hier, oder? Erzielpunkte mit bestimmten Händen, deine Truppe besiegst. Schauen wir mal. Ne, ist es, glaube ich, aber nicht. Du brauchst mindestens einen Helden in deiner Truppe. Habe ich in der Truppe? Habe ich in der Truppe, okay. Mit dem aufgeladenen Mechanicus. Bewertung. Was heißt Bewertung? Achso, das ist alles klar. Top 21 bis 50 kriegt 500 Gold. Dafür muss ich aber auch erstmal 50 Milliarden Punkte irgendwie kriegen. Okay, wir kämpfen mal just for fun. Wir haben drei neue Gegner. Heilung als Zauber. Halt regelmäßig deine Helden in einem kleinen Bereich. 3 Sekunden lang. Balkonsbereich 3 und 330 Heilung. Ist ohne sekundenmäßig. Piraten rum, explodiert bestimmt, oder? Lebenspunkte des Helden fallen bis in den Tod. Okay, check ich nicht. Ruf Zombies herbei. Schreihals die Todesfee. Der erste getroffene Gegner rennt vor Angst davon, steigt. Okay. Also wie alles Grütze beim Gegner. Aber er hat einen Sniper. Ja. Der hat dummerweise einen Sniper. Ja, da kommt er schon. Er hat auf jeden Fall erstmal 8 Dinger rausgehauen, das ist schon mal gut. Ach, so eine Mistkacke. Ja, das war sehr, sehr schlecht gewesen. Das war weniger gut. Okay, ich krieg hier, was krieg ich denn? Irgendwie kann ich ihn nicht killen anscheinend. Doch, ich krieg Punkte fürs Besiegen von Gegnern. Aber nicht von allen Gegnern anscheinend. Und egal wie viel Damage ich hier mache. Alter, wird doch komplett zerschnitzelt. Holy shit. Okay, trotzdem, ah, jetzt 50 Punkte wieder. Okay. Das heißt, wir können sogar nur eine maximale Anzahl an Punkten bekommen. Also schneller beschwert ihr die ja gar nicht. 2 Sniper. Holy shit. Ab geht die Luze, ey. Die muss aber schon 50 Milliarden Damage pro Sekunde kriegen, ey. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das fühlt sich nicht richtig an. 80 Punkte ist ein bisschen wenig, ne? Falls die anderen 4000 noch was haben. Besiegt, ne? Doch, ist es aber. Münzen halten 10. Gesamtpunkte 80.
Das ist trotzdem ein bisschen wenig. Ich habe 80 Punkte. Ah, okay. Ich darf quasi nur die Gegner damit besiegen. Okay, nochmal ein Versuch. Wir werden nur Lucy und unseren Tank benutzen. Jetzt haben wir da Hand der neue Gegner. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Das ist auch nicht so wild. Heißt, ich darf die nur mit den beiden töten. Ah, Punkte, Punkte. Alles klar. Machen wir, kriegen wir hin. Hätten wir mehr Einheiten davon, wäre natürlich noch schöner. Ah, eingefroren, ist okay. Nehme ich mit. Damit kann ich leben. Holen wir uns einen zweiten Tank. Ah, ein dritter Magier dazu. Wunderbar. Punkte, na klar, weil es eine seltene Einheit war, ne? Ah, es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen entspannter hier, ne? Was die Punkte angeht. Die Magie, Alter. Uiuiui. Schade, dass man keine Punkte bekommt, wenn man sie angreift, ne, oder den Beschwörer angreift. 1000 Punkte. Etwa. Na, gehen wir noch. 980. Das war es aber auch schon. Schade. Aber es ist immer trotzdem 10 Münzen erhalten. Ich habe 1060, okay. Könnte quasi, wenn was ist das nächste? Wow, der rote Schmorer, Top 11 bis 20. 5630 Punkte. Level 17. Okay. Level 20, na gut. Ja, macht irgendwie keinen Spaß, die Mission. Dass ich wirklich, ich kann zwar kämpfen, ne? Wahrscheinlich werden die Gene immer stärker, gehe ich von aus, oder auch nicht. Sieht jetzt nicht immer danach aus, ob die viel stärker sind. Was mich ja trotzdem interessieren würde, wie komme ich auf diese verdammte Clan-Truhe? Ich glaube, wir werden einfach mal einen normalen Kampf machen. Vielleicht brauche ich die normalen Kämpfe, das kann auch sein. Okay, ist einfach quasi ein Mirror-Match, außer Flammensäule und der Bubba. Kindischer Buddha, Bubba, keine Ahnung. Ansonsten sieht das wie ein ziemliches Mirror-Match aus. Ja, das dachte ich mir schon. Nice. Okay. Piu! Ah, ist das herrlich. Kriegen wir irgendwie Progress für die Kiste? Ich sehe zumindest nichts gerade. Du hast nichts zur Clan-Truhe beigetragen. Okay, oh, fragen wir mal nach. Ups. Wie kann ich was zur Clan-Truhe beitragen? Clan-Truhe-Event. Also, ich sehe nichts. Na, hier haben wir keinen Jagdsaison, das hat das, was wir vorhin gemacht haben, Promo, das haben wir schon lange gemacht. Und hier gibt es halt nur dieses eine Event. Na, machen wir hier noch. Oh, eine. Was, Level 10, Alter, was? Jetzt geht's aber ab hier. Holy shit. Jetzt haben sie aber aufgestockt, muss ich sagen. Uiuiui. Treff 3 zu für die Gegner auf dem Schlachtfeld. 50% des Schadens reflektieren. Puh, Level 10 und Level 9 und so weiter, das ist ordentlich. Räuber Greta. Crystal. Der wird mit dem ersten Feind, der ihm begegnet. Ja,
Harter Kampf, denke ich. Level 10, im Gegensatz zu Level 1 und 2 und 3 bei mir. Ja, außer den Butthard, ne? Der ist Level 6. Okay, warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Das verstehe ich nicht. Level 10, Leute, was ist das denn auf einmal? Holy shit! Okay. Muss ich das verstehen? Warum ist der auf einmal so heftig, Alter? Holy shit, ey. Gegner wechseln. Wir machen es noch einmal, dann will ich. Dann probieren wir mal Gegner wechseln. Okay, er spammt Einheiten, ne? Vielleicht sollten wir eine. Ups, geht da schon los. Das vergesse ich immer wieder. Okay, der macht zu viel Schaden. Geh dahinter. Okay, der ist schneller. Ah, verdammt, der reflektiert der Mensch, ja klar. Wir brauchen einen Tank. Pff, Alter, ganz ehrlich. Er spammt Gegner nur. Oder er spammt die Einheiten nur. Hast ja aber auch ein anderes Team. Jetzt braucht man zum Beispiel, jetzt müssen wir natürlich, Sorgen sind natürlich dafür, dass wir alle anderen Einheiten auch aufleveln müssen und dafür ordentlich Gold benutzen müssen. Okay. Das machen wir aber, denke ich mal, in den nächsten Folgen. Die werde ich jetzt aber nicht aufnehmen. Ich warte jetzt erstmal hier auf die ganzen Kisten, bis die wieder fertig sind, ne? Und dann, das ist schon heftig, ne? So im Vergleich, Level Garn, ne, wobei die sind auch schon Level 8 und Level 10. Okay, das ist heftig, das habe ich nicht mitbekommen. Na gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von What the Hen. Bis dahin. Ciao, ciao.